diese Trajektorie habe, dann sieht man schon, dass wenn er jetzt, dass es ihn nicht trifft, versteht ihr? Also ich treffe ihn, aber nicht seinen Kern. Der Winkel geht so seitlich weg. Und er könnte jetzt seinen Oberkörper drehen oder sowas machen und dann rutscht es ab. Versteht ihr? So. Das, was ich brauche, sind Winkel, die ihm in die Beine hauen, damit ich ihn runterkriege. Ja? Das hier kann man schon sehen, es wird ihn seine Schulter rückwärts nicht runterbringen. Ich muss das irgendwie so machen, dass man schon gut sehen kann. Ich schlage ihn seine Beine. Das heißt, wenn ich jetzt hingehe, hole volle Pulle aus und schlage so, dann rutscht der Schlag ab. Sieht man, ja? Er ist dazu verdammt, weil er findet hier nichts. Es sei denn, Ben macht was falsch und hält dagegen, dann treffen wir uns hier vielleicht. Wenn er einfach nur so locker dasteht, dann treffe ich ihn nicht. Ja? Also muss ich so machen, dass ich ihn finde, sozusagen. Ich muss den Kern finden. Genauso. Ich habe ja ihn mit dem Ellbogen geschlagen, aber das hat nichts bewirkt. Er konnte viel zu leicht rauskommen. Ja, das sind alles Schläge, die verpuffen. Ich mache die zwar, aber das ist nichts. Selbst wenn ich Donner mache, weil für ihn ist es viel zu einfach. Außer er spannt sich an, dann nicht. Ja, und so, egal was ich mache, merkst du, das ist sehr, ich hab dich. Man muss lernen, dass man den anderen beladen kann. Das ist ganz wichtig. Ja? Der Treffer muss so ausgeführt werden, dass er die Beine trifft. Ja? Siehst du das Scheiße? Ja? Das ist aber so, ja, die Taumel ist weg. Hoppa, den Ellbogen habe ich zwar geschlagen, aber der hat mich nicht richtig getroffen. Oder das hier. Und man muss überlegen, wie kann ich da endlich reinkommen? Merkst du, ja? Ja. So, dass man den Typ trifft. Ja? Und dann braucht man auch nicht, wollte nicht unglaublich durchschlagen, wir müssen nicht alles glauben haben. Guck mal, aber ich könnte ihn erwischen. Und wenn ich jetzt das mache, dann wüsste ich schon, okay, der hat ihn nicht getroffen, der wirklich hält. Ja? Also auch bei hoher Geschwindigkeit, vielleicht fliege ich jetzt hier sogar vorbei. Oder, huh! Vielleicht treffe ich ihn jetzt mit dem Kopf und es wird gut, aus Versehen. Aber eigentlich wollte ich ihn damit treffen. Und so muss ich immer überlegen, wie kriege ich den denn? Ja? Wie muss der Arm stehen, damit es geht? Hm? Nochmal.